Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Bayern 04 Leverkusen gegen Hertha BSC. Endstand 0:0. Ich begrüße die beiden Cheftrainer Bruno Labbadia und Peter Boss. Und der Gast aus Berlin, Herr Labbadia, hat natürlich den Vortritt, das erste Wort. Ihre Analyse bitte. Ja, danke. Ja, ich denke, das ist, kann sagen, dass es, glaube ich, ein leistungsgerechtes Ungenie ist. Wir haben, das muss man klar sagen, gegen eine der formstärksten Mannschaften momentan in der Liga gespielt, was gut war. Wir haben wenig zugelassen, wir waren gut dran, das kann man sagen. Was uns persönlich im Spiel ein bisschen gefehlt hat, war, dass wir aus diesem Ballgewinn, die wir gehabt haben, nicht genug gemacht haben. Also ich kann mich an 3, 4 Bälle erinnern, wo wir einfach eine super Balleroberung hatten und haben die dann zu weit gespielt. Ansonsten wären wir, glaube ich, 2, 3 Mal allein aufs Tor gelaufen. Und das ist im Grunde das Manko, was wir gehabt haben, dass wir diese letzte Durchschlagskraft im vorderen Bereich noch mehr hinbekommen haben. Und ansonsten muss man sagen, ja, muss auch ein Kompliment auch an Gegner geben, die jetzt eine hohe Belastung haben, wie gesagt, in einer sehr, sehr guten Verfassung sind und auch heute auch uns immer wieder angegangen sind. Und trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass es ein gerechtes Unentschieden auf einem sehr temporeichen Niveau war. Das muss man sagen, beide Mannschaften wollten, das hat man auch gesehen. Und deswegen ja, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein heute. Dankeschön, Bruno Labbadia. Peter, dein Kommentar bitte. Ja, ich glaube, das Ergebnis geht dann in Ordnung. Wir haben natürlich vor das Spiel uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann war nicht viel mehr drin. Wir haben es versucht. Ich kann die Jungs da auch absolut keine Vorwürfe machen. Bis zum Ende haben wir gekämpft, um trotzdem noch das Spiel zu drehen. Das war auch nicht einfach, weil wir auf der Bank natürlich keinen Stürmer mehr haben, dass wir noch die einwechseln können. Und von daher, wie gesagt, wir haben es versucht, heute leider nicht gereicht. Absolut keine Vorwürfe für die Spieler. Und vielleicht kann man sogar sagen, dass wir in der Vergangenheit so ein Spiel verloren haben. Heute haben wir dann doch noch einen Punkt und wir werden sehen am Ende, wie wichtig das eine Punkt hier heute ist. Danke, Peter Boss. Jetzt zu Ihnen und Ihren Fragen. Gibt es Fragen? Bitte schön. Paul Gorgas. Ja, hallo, Herr Labbadia. Ich hoffe, Sie können mich verstehen von hier oben. Ich verstehe Sie. Unter der Woche waren ja vor allem die drei Angreifer, die drei Stürmer von Hertha Thema. Wie haben die Ihnen heute gefallen, vor allem im Hinblick auf den Doppelwechsel dann in der 70. Ja, also ich denke, wir hatten gerade am Anfang so ein paar Balleroberungen, wenn ich mich an den langen Ball auf Dodi, Luke Bacchio erinnere, wo er zwar an den Ball gekommen ist, aber halt nicht konsequent einmal durchgezogen hat, sonst hätten wir da ein Tor machen können. Prinzipiell war es definitiv ein Stück besser heute, das muss man klar sagen. Sie haben das phasenweise gut gemacht. Was uns ein Stück gefehlt hat, war, dass wir, was ich eben schon sagte, einfach mit den ganzen Balleroberungen einfach nochmal konsequenter umgegangen wären. Das ist das, da sind aber alle gefragt. Aber ich denke, ich habe es eben schon gesagt gehabt, wir haben gegen eine der formstärksten Mannschaften in der Liga jetzt gespielt und haben nicht so viel zugelassen. Das war positiv. War sehr konzentriert, dass wir das Spiel gern gewonnen hätten. Das ist außer Frage. Und ich denke, das ist, da müssen wir darauf aufbauen, dass wir jetzt einen Punkt geholt haben gegen so eine Mannschaft. Und uns steht das Derby bevor. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel für alle Beteiligten. Und da freuen wir uns auch drauf. Holger Schmidt, bitteschön. Ja, ich hoffe, Sie verstehen mich. Im Moment hat es gerade ein bisschen gehakt hier auf der Tribüne. Herr Boss, Sie hätten heute mit einem Sieg Zweiter werden können, das erste Mal in Ihrer Amtszeit. Ärgert Sie das so ein kleines bisschen, aber trotz der Umstände, oder ist Ihnen das zu dieser Saisonphase egal? Ne, genau. Liebe nach 34 Spiele. Und natürlich, die Möglichkeit war da, das haben wir natürlich auch vor das Spiel gesagt, aber wie gesagt, Liebe nach 34 Spiele. Herr Gorgas, haben Sie noch eine Frage? Sie sehen noch. Ja, ich habe dich noch mal erhoben. Ja, ich muss doch noch mal eine Frage an Herrn Labbadia stellen.
Und zwar war das jetzt das erste Spiel zu Null gegen eine Top-Mannschaft und auch der erste Punkt gegen eine Top-Mannschaft. In der Startelf haben sie nichts verändert, aber optisch haben sie doch was verändert. Und zwar war das das erste Spiel ohne dunkelblauen Wintermantel, sondern beige. Hat es damit irgendwas auf sich? War das ein Versuch, mal was anderes zu machen? Ein Glücksbringer? Naja, ich wechsle schon ab und zu meine Garderobe und manchmal ist es so, dass man sich für eher eine Farbe entscheiden muss, wobei Blau immer noch meine Lieblingsfarbe bleibt. Da. Schwere Entscheidung, ja. Weitere Fragen zum Spiel? Jens Mende, doch. Hallo, Herr Labbadia. Hallo, grüße Sie. Was nehmen Sie denn jetzt mit für das Derby, für dieses besondere, spezielle Spiel am Freitag aus Leverkusen? Dankeschön. Naja, also, Ihr Vorredner hat ja schon gesagt gehabt, das war der erste Punkt gegen eine Spitzenmannschaft, wobei man sagen muss, wir haben 4-3 gegen Bayern München verloren, wo wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Wir haben 2-1 gegen Leipzig verloren, wo wir, glaube ich, über 40 Minuten in Unterzahl waren durch einen blöden Elfmeter. Und da haben wir uns einfach nicht belohnt. Heute haben wir uns mit dem Teilerfolg belohnt, das nehmen wir mit. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir Stabilität brauchen und da hilft natürlich schon einfach, dass wir zu Null gespielt haben, dass wir, wenn wir an der Grenze arbeiten, immer wieder mithalten können, das haben wir jetzt gezeigt, ja, nur fehlt uns einfach nochmal das letzte Ergebnis und jedes Ergebnis bringt uns natürlich einfach auch vom Selbstvertrauen ein Stück weiter und wir tun den Punkt jetzt nicht überbewerten. Wir sind, ja, wir hätten, wie ich eben schon sagte, auch gerne gewonnen. Und was wir für Berlin mitnehmen, also für das Derby, ich glaube, das ist unabhängig von dem Spiel heute. Das ist immer was Besonderes für die Spieler, für das ganze Umfeld. Der einzige Wermutstropfen, der eigentlich da ist, dass wir nicht vor ausverkauftem Stadion spielen, das muss man klar sagen. Aber ansonsten werden wir uns ab morgen gut darauf vorbereiten und es wird ähnlich wie heute uns alles abverlangt. Es wird ein sehr intensives Spiel und ja, das können wir tun und es wird auch Union machen und deswegen wird es sehr, sehr spannend. Gut, ich schaue. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wünsche Ihnen, Herr Labbadia und Ihrer Mannschaft. Dankeschön. Tolles Derby, freuen wir uns auch drauf und für uns geht's weiter in Nizza. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Alles Gute, ciao. Ja.